Darf man das noch? So. Fantastisch. Wir sind jetzt hier die moralische Instanz des Landes. Jegliche Frage wird jetzt beantwortet, weil es wird immer gefragt, darf man das noch, Luisa? Darf man das noch, darf man das noch? Wir werden jetzt ein für alle Mal beantworten. So, vertreten durchs Studiopublikum. Bitte, die erste Frage. Oh, da ist schon eine erste Frage. Bin gespannt. Ich bin bereit. Er ist auch so aufgeregt. Schaffst du. Darf man heutzutage noch während des Gesprächs die Kopfhörer im Ohr haben? Oh, darf man noch die Kopfhörer drin lassen? Klares Nein von mir, oder? Das ist respektlos, wenn man nicht miteinander, ne, spricht, ich finde es ultra unsympathisch, oder? Ja. Manchmal, wenn ich Menschen treffe, von denen ich weiß, da kommt jetzt keine konstruktive Kritik, dann zeige ich und sage, ich bin in einem Call. Das ist mir letztens passiert, aber hatte nichts im Ohr. Aber ich würde sagen, oder wir würden sagen, Kopfhörer, nee, darf man nicht. Außer, drin lassen. Genau, außer du hast dein Gegenüber. Ja, dann selbstverständlich. Dann darf man alles. Also Frage beantwortet? Ja. Fantastisch, also nicht machen. Nein, gern geschehen. Schon die nächste Frage. Und zwar meine Freundin, die hier sitzt, die stellt sich immer tot, wenn die Tür unerwartet klingelt. Oh. Darf man das? Darf man das? Ich habe mich früher, kennst du St. Martins singen? Dieses Laterne-Singen? Ja, ja. Mein Vater ist genauso wie ich. Und wenn die Kinder geklingelt haben, haben wir sie immer auf den Boden gelegt und totgestellt. Wenn meine Mutter da war, die sagt, habt ihr sie noch alle? Und hat den Kindern so viel gegeben. Das ist ganz so schlechtes Karma. Soziophob sind, dass wir, boah, nee, sie können auch nicht singen und so. Also, darf man sich totstellen, wenn es, also hast du die Tür auf? Das vielleicht würde ich öffentlich sagen. Ich wollte gerade an deiner Stelle. Ich mache immer so auf. Hallo. Ja, ich bin's wirklich. Nein. Doch, ich finde es total. Das ist eine Frechheit, einfach so zu klingeln bei Leuten. Ich denke gerade. So, was soll man denn Hallo sagen oder was? Ja, aber ich gehe nicht, nicht mal ans Telefon. Nein, du hoffst ja bis heute, dass jemand klingelt und sagt, kann Tommy zum Spielen rauskommen. Ja, ja, zurück zur Frage. Ja, Frage, Entschuldigung. Stehst du ja immer noch, Verzeihung. Also ich finde den Gedanken, dass man sich totstellt, weil man kann auch einfach nicht an die Tür gehen, aber ja trotzdem, also... Von tot? Du musst dich nicht totstellen eigentlich in der Wohnung, ne? Du musst einfach nicht aufmachen. Das liegt nicht so. Aber das stimmt, ich hatte aber eine Situation schon mal, da habe ich gemerkt, weil ich habe zwei verschiedene Klingeltöne. Unten klingelt anders als oben. So, und ich wusste, das ist oben, da steht also eine Person, 5 cm, dachte ich, es klingelt und bin einfach so stehen geblieben im Flur. Also, bin über 30, was passiert hier gerade in meinem Leben? Das ist so würdelos, weil das hätten unsere Eltern in diesem Alter nicht gemacht. Und meinst du, unsere Eltern standen auch so, Kind auf dem Arm? Oh Gott. Nee, das stimmt natürlich. Ich finde, wenn es direkt vor der Tür ist, also wenn es nicht unten ist, sondern oben, das finde ich dann gruselig. Mhm. Da würde ich mich auch sofort totstellen. Wenn es unten ist und du weißt, es ist eine Person, die ist, also, die ist eine signifikante Distanz von dir entfernt, aber du fällst so auf den Boden und wie so, wie so eine Ziege, die sich so totstellt. Glaubst da würde ich sagen, einmal kurz nachchecken lassen, was da los ist. Also ist ein klares Jein eigentlich, ja, ne? Ja, ganz klar. Also wir müssen uns ja beantworten. So. Deswegen, ich bin dafür, ja, darf man, weil es kommt drauf an, aber man darf. Also ja unter Auflagen. Oder? Gut, man darf ja, sich, ja, also um deine Frage zu beantworten, man darf sich noch definitiv totstellen, wenn es geklingelt hat. Ja. Oh, schon wieder eine Frage. Ja, hi, ich frage aus einer persönlichen Not. Kann ich noch jemanden daten, der seine Wäsche immer noch zu Mutti bringt? Der seine Wäsche immer noch zur Mutti bringt. Ich würde gerne diese Mutter kennenlernen. Die klingt gut. Vielleicht könnte man sie daten. Nein, Spaß. Ja, ist schon unattraktiv, oder? Ich würde Peak. Also Peak? Unangenehm. Ich bin alt, ich weiß nicht, was bedeutet Peak. Ach so, ja, stimmt. Du, irgendwann machen wir noch mal so eine Runde durch das digitale Zeitalter. Ach so, doch, also Peak. Spitze. Genau, Spitze. Spitze des, okay. Ja, ich bin so alt. Okay, ja. Ja, nee, ja, nee. Nee, jetzt also, müssen wir einmal kurz darüber nachdenken. Nee, aber stell dir vor. Wie alt sind die Leute, die so datest? 12. Nimmt der Mann fest. Weil dann ist es okay. Stimmt. Oder? Dann müssen wir über das Alte sprechen, aber die Wäsche wäre fein. Dann würdest du von uns eine Absolution bekommen. Nein, ich denke, naja, also. Ich denke, wenn die Person jetzt ganz, ganz toll ist,
aber damals im Wäschewaschenunterricht nicht aufgepasst hat. Ja, aber es ist so Mama und Papa sich da nicht so abzunabeln. Ich hatte auch mal, ich habe oft in WGs gewohnt und wenn dann eine neue WG-Person dazu kam und sich beworben hat, dann gab es manchmal Leute, die mit ihren Eltern kamen zum WG-Casting. Ja, nee. Und wir dachten irgendwie, wir trinken jetzt 2 Kisten Bier, um die Leute kennenzulernen. Der Vater von dem dann mitgetrunken. Der hat uns eingezogen. Der wusste genau, dass sein Vater lustiger ist als er selbst. Ne? Nee, aber ja. Weißt du, so, das ist so irgendwie... Ah. Ist sie jetzt eher der Mensch, den du triffst? Können wir noch Infos bekommen, Details? Ja, ich wollte sagen, wie ist mit dem Essen bei der Person? Hol dir auch von. Ich glaube, wenn ich das mache, dann war es das auch wieder mit dem Daten. Ja. Oje, so fragil ist eure Beziehung. Weiß ich jetzt nicht. Hält nicht so eine öffentliche Befragung bei uns hier aus. Nee, aber dafür riecht die Wäsche immer sehr gut. Das ja, kann man halt auch sagen. Ne? Ja, komm, ich bin da, kann man machen. Kommt halt drauf an. Kann man machen, Luisa. Das kann man nicht einfach so pauschal sagen, nee. Ich glaube auch, die Liebe geht ja verwirrte Wege. Sagt man ja so. Ne, so ein Butlers Wandtattoo habe ich auf dem Gästeklo hängen. Ja, genau. Ja. Und über der Waschmaschine. Ja, klar. Bei Mama hängt das über der Waschmaschine. Ja. Ich sag ja, darf man. Man darf noch jemanden daten, der oder die Wäsche zu Mama bringt. Geil, dass ich das gegendert habe, aber die Wäsche zu Papa nicht. Da müssen Guck wir doch mal, na, da müssen wir noch ansetzen. Noch, ich stell mir mal vor, wie mein Vater eine Waschmaschine anmacht. Ui. Kreuzbandriss. Nein, das stimmt nicht, Entschuldigung. Macht er immer bei uns. Oh Gott, ich kriege wieder Ärger. Ich wollte gerade sagen. Ja, also ich komme noch mal zurück zu deinem Beziehungsthema. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier entschieden, das kannst du machen. Also wir sagen, ja, darf man, oder? Ja. Man darf noch eine Person daten, die die Wäsche zu Mama bringt. Ja. Hallo an alle First Mover, Silver Surfer und Klickmillionäre. Wenn ihr noch mehr von Studio Schmidt sehen wollt, dann könnt ihr das hier oder hier tun. Ich hoffe, hier war jetzt auch noch was. Ich habe hier einen hier zu viel. Ansonsten schaut auch gerne drüben in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es alle Sendungen noch mal in voller Länge. Und dann sehen wir uns da. Tschüss!